Und damit willkommen zurück zu True 4 Forsaken Souls Part 2. Das letzte Mal sind wir endlich ins Rattenhäuschen gekommen. Mit Hilfe der Linsen. Und wollen uns mal noch ein bisschen umschauen, was wir noch so finden. Hier ist noch ein Tor. Die Weinreben sind trocken. Aber irgendwie auch frisch. Das macht gar keinen Sinn. Lass uns abschneiden. So, dann gehen wir hier weiter. Okay. Tiefer, was auch immer dahinter liegt. Hier haben wir noch eine Tasche. Die zweiten Planken. Es gibt hier sonst überhaupt keine. Blut. Hier im Boden ist irgendwas, aber. Das haben wir schon geschickt gemacht, dass manche Bildschirme halt so viele Details sind, dass man da gar nicht weiterkommt. Dann erst später kriegt man Hinweise und dann schauen wir uns das Detail genauer an. Auch die Frage ist, warum weiß ich denn von vornherein schon, was die ersten guten Details sind? Na gut. There was that thing. I just can't be. I ran. Damn. I cut myself getting into the greenhouse. But it was more like. It cut me. Das Ding. Tja, er ist in das Haus hier geflohen, aber irgendwie sie hat ihn geschnitten. Es war wahrscheinlich wirklich eher an der Scheibe gewesen. Okay, Wachsmalstifter. Die Kameratasche. Okay. Aber damit ist das ja vorbei, glaube ich. Hier vom Boden vielleicht noch was. Ich will schon wieder so viel übersehen und dann ewig lang. Ja, genau. Trockene Reben. Moment. Sicherheit. Sind ja auch welche. Weinreben. Das klingt irgendwie so, als würde man mal irgendwas anzünden. Nun gut, dann gehen wir mal durch. Und kommen hier in den hinteren Teil des Gewächshauses. Was haben wir denn hier hinten? Hier könnte man mal wieder was abschneiden. Schon wieder Weinreben. Aber zum Glück habe ich ja meine Tools, die ich auch schnell mitnehmen kann. Auch hier kann man irgendwas abschrauben. Okay, auch hier eine Pumpe. Gartenemblem. Okay, da brauche ich noch was für. Die Reben, sehr gut, da habe ich die vollständig schon. Hier hinten ist was. Okay, das Harz. Das kann ich bestimmt irgendwie abschneiden. Ja, ich weiß, ich habe leider nicht das ordentliche Tool dafür. Klebriges Harz. Okay, sie braucht das einen Eimer, um es dran zu hängen. Okay, ich dachte, sie schneidet es erst auf. Gut, gut, sie will es nicht verschwenden. Okay, wie die angeordnet werden, das gibt es irgendwo in der Nähe erst zu finden. Habe ich noch keine Ahnung. Dann hier der große Brunnen. Okay, auch hier muss man irgendwie das Wasser laufen lassen. Das ist der zweite Brunnen schon. Dann gucken wir mal hier hinter. Guckt mal eine Zeichnung, die uns noch fehlte. Kunst des Monats. Okay, die Kinder konnten wenigstens zeichnen, wie es aussieht. Zweite Gartenemblem. Dann stand da irgendwas noch in die. Das habe ich wirklich die Kinder das malen lassen. Okay, hier, Verlängerungsleitung. Ich kann es leider nicht erreichen. Habe ich noch meine. Nein. Gut, da muss ich irgendwann anders rankommen. Erstmal nicht. So, das Harz hier. Hier sind die Bretter. Ethan, bitte repariert es. So früh wie möglich, as soon as possible. 50 Inch Planken. Drei von ihnen. Okay, jetzt müssen wir wenigstens wo die Planken hinkommen. Wie im ersten Teil. Sie kommen sonst nicht klar damit, mal eine Stufe zu überspringen. Gut, zwei von drei haben wir hier. Machen wir später. Fehlt uns noch eine.
Jetzt können wir nach links gehen. Ich höre gerade ein Geräusch. Irgendwo muss die nächste Linse her sein. Kann ich den ganzen Raum hier einfach aufschaufeln? Auch vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, es zu finden. So, lass uns doch mal gucken, was haben wir in diesem Wagen. Tja, sieht aus, als wäre er vor kurzem bewegt worden, also relativ kurz. So, hier muss man die Gartenembleme einsetzen. Das kommt noch. Hier hat man die nächste Planke, da kommen wir jetzt hoch demnach. Kann ich einfach die Schaufel überall nutzen? Achso, mir fehlt noch das Blatt der Schaufel. Okay. Gut, dann lass uns da erstmal jetzt die Planken hier einsetzen. Wer weiß, was ihr noch für Werkzeug braucht. Eigentlich müssen die ja hier eingespannt werden, wie es aussieht. Da werden die einfach durchgeschoben. Ja. Warum geht das nicht? Ach, weil jetzt zugeschnitten werden sollen. Ist das das Problem? Wir müssen das zuschneiden. Das ging ja hier vorne. Verlängerungsleitung. Also erstmal die Planken müssen hier, nehme ich an. Nicht. Warum kann ich die Säge gerade überhaupt nicht mehr ausmachen? Schieben wir mal die Verlängerungsleitung hier rein. Ich hoffe, dass ich damit wenigstens erstmal den Anfang schaffe. Gut. So, jetzt nehmen wir den Stecker, stecken ihn rein. Oh Gott, oh Gott. Kettensägen oder Kreissägen in solchen Filmen. Bitte ziehen wir da raus. Ich habe Angst, dass das so losgeht. Nicht? Gut, dann eben nicht. Dann gehen wir jetzt hier rein. Legen die Planken dahin, wo sie hingehören. Sehr schön. Und können hochgehen. Wir finden. Ach, es ist der Tisch mit dem Bein. Alles klar. Sehen wir eine Figur? Hier unten im Schrank. Nichts. Muss ja ein Kabel sein, um das zu reparieren. Samenbeutel. Die Namen sind Latein, um es extra nerdig zu machen. Ja, ja, genau. Nicht was Wissenschaftliches. So, wir gucken uns den Tisch an. Das haben wir irgendwo mal gehabt. 6, 9, irgendwas. 6, 9, 4, 1, genau. Dein Tisch mit dem fehlenden Bein. Geht's eigentlich anders? Nein. Nur die Animation für noch einen drehen. Wunderschön. Jemand hat das Graffiti im Boilerraum weggemacht. Nun kann ich es neu pflastern. Ne, übermalen wahrscheinlich. Malen auf den Wänden ist schlimm. Also diese Gemälde auf den Wänden sind schlimm genug. Aber warum kratzt jetzt noch einer was ein? Ach, Scratched Autograph, jetzt habe ich es. Okay, da hat also ein Graffiti eingeritzt. Als wären diese Malereien schon schlimm. Als wären nicht diese Malereien schon schlimm genug. Dieses, wenn man es einkratzt, noch viel schlimmer, um sie wegzumachen. Sieht aus, als wären es diese Symbole, die auf jedem dieser Lampen der Gebäude sind. Okay. Dr. Chuvache
hat mich gebeten, Sicherheitsanweisungen überall im Asylum auszuhängen. Sicher, der komplette Block A ist gerade in Flammen aufgegangen, für keinen guten Grund. So, nun hängen wir Sicherheitsinformationen aus, um überall uns besser zu fühlen. Ein Stein, zwei Vögel. Okay, also müssen wir einen Boilerraum auf jeden Fall noch suchen. Und Blacklight Torch, okay. Hier unten, aber ich würde gerne wissen, was in dem Schrank ist. So, was haben wir hier? Eason hat mir gezeigt, den einen Prozessor gezeigt von diesem Brunnen im Gewächshaus. Sieht nicht nur so aus wie dieser Watership. Es reguliert auch Wasser. Eason hat es nicht verstanden. Erzählte mir, dass die meisten Prozessoren so aussehen und hat mir genau einen von der gleichen Bauart in dem TV in Block B gezeigt. Mist, damit hat er mich gehabt. Okay, den Watership haben wir ja schon. Die Frage ist nur, wo der reinkommt, kommt er hier rein. Ja. Das ist erstmal der einzige Weg, der möglich ist. Wir dürfen wahrscheinlich nicht auf dieses Feld kommen. Nehme ich an. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wenn wir hier hinkommen wollen, können wir nicht von hier kommen. Wir müssen von hier unten. Das heißt, wir kommen von hier. Na, außer. Da muss es so sein. Da muss es so sein. Okay, das ist interessant. Ne, von hier kann das nicht sein. Das muss dann schon von hier kommen. Aber das geht ja auch wieder nicht. Außer, das wissen wir nicht, wie das läuft. Gucken wir nach. Nein, okay, es ist nicht nur das, die Anzeige gebrochen, sondern es ist selber auch keine Funktion. Das wird man jetzt sehen, wie das abläuft. Ja, wir sehen nichts, dass es irgendwo lang geht. Also okay, der erste muss hier lang gehen. Geht gar nicht anders. Hier ist die erste Biegung, die möglich ist. Ist extrem blöd. Es fehlen hier die geraden Stücke. Richtung. Da kommen wir nicht weiter. Hier muss ein gerades Stück oder irgendwas rein. Ja, ein gerades wahrscheinlich. Das habe ich noch nicht. Das heißt, hier kann ich nicht weitermachen. Ich kann alles schon mal so, denke ich mal, so machen, wie es abläuft. Nämlich, es wird hier ein gerades Stück reinkommen. So, wir haben jetzt welchen Brunnen gehabt? Wir haben den Mittelbrunnen hier unten gestartet. Okay, muss bestimmt hier irgendwas klingen. So, jetzt kann er die Ornamente sehen. Wir können sie bei dieser Tür einstellen. Ach du Scheiße. Sie sind ja doch sehr ähnlich.
drei Striche abgehen. Was sind die Alternativen? Drei Striche abgehend. Drei Striche abgehend. Ich glaube, es sind drei Striche. Ne, oben ist ein Strich abgehend. So. Es sind auch nur zwei Kreise, die da oben sind. Das sieht besser aus. Okay, mittleren. So, wieder aufrufen. Das, dann haben wir hier drei. Und daneben gehen vier Striche weg, das passt. Und im oberen sind es drei untere und zwei zur Seite. Sehr gut. Okay, nächster Raum. Hier ist irgendwie, was ist denn das? Metalldetektor. Ah, okay, gut. Das können wir oben gleich gebrauchen. Das ist ein Bild. Okay, hier ist ein Kratzer irgendwie drin in dem Holz. Das Muster kommt durch immer wieder. Also wir brauchen ein bisschen Papier. Zum Glück haben wir so viel da und mal wieder das Typische. Na komm. Und bilden diese Figur nach, diese Puppe. Ah, entspannt, hä? So. Manche sind frisch und manche sind stark vertrocknet. Oh, sein Tool, was ich die ganze Zeit nutzen kann, sofort weiterkehren. Kommt. Oh oh. Habe ich zu viel gesagt? Jetzt ist unsere Leiter kaputt gegangen. Aber wir können ein Feuer legen, weil sie ja trockene Reben sind. Okay, ich bräuchte ein bisschen mehr solche, um ein Feuer anzufachen. Ach cool, ich kann mit dem Mausrad hier das auch. Okay, ein bisschen Papier würde noch helfen. Da haben wir unser Papier verloren. Burn, baby, burn. So, und damit können wir auch hier reinkommen. So, hier haben wir noch. Ach, das ist vorne irgendwo gewesen. Emma. Ich habe Ethan gefragt, zwei exakte Kopien des Fotos zu machen. Du siehst fantastisch aus. Kann ich eine der Fotografien für mich selber behalten? Ich glaube, dass Jack und Mrs. Stonehouse sich daten. Er meint, es geht nur um Professionelles, aber... Ich habe gesehen, wie er sein Hemd zugeknöpft hat und seinen Atem geprüft hat, bevor er sie treffen wollte. Ich weiß, dass du sie nicht magst. Sie kann ein bisschen seltsam sein und unstabil wirken. Aber ich freue mich trotzdem sehr für Jack. Ich habe ihn beobachtet, dass er seit seiner Scheidung ganz schön eingesunken ist. Das ist eine willkommene Abwechslung, Alex. Ein bisschen seltsam, Alex. So hatte also Jack eine Beziehung mit meiner Mutter. Noch all. Und er hat angefangen, die Leute umzubringen, als sie gestorben ist. Das kann nicht nur ein Zufall sein. So, was haben wir hier Feines? Ach, hier ist ein Fehlersystem, wieder eins. Oh, Scheiße, das hab ich ja schon. Das gerade Stück für den Brunnen vorne, den müssen wir sowieso nochmal anschauen. Der Tisch. Die Soundeffekte sind richtig gut. So, ist die gleiche Puppe, aber irgendwas ist anders. Hier ist eine Schleife. Im Haar.
Frosch sieht doch anders aus. Die Blume ist anders. Das Hemd ist hübscher. Allgemein hier. Die Schuhe sehen anders aus. Eine andere Tasche. Der Arm ist ganz. Der Mund ist eigentlich auch ein bisschen anders. So. Jemand hat diese Puppe immer wieder gezeichnet. Wollt ihr damit das Spitzenzeichen zeichnen? Ist alles gleich, aber der Bonut. Irgendein Knoten fehlt. Achso, hier eine Schleife fehlt. Eine Schleife fehlt. Okay, wir müssen eine Schleife suchen dafür. Lasst uns erstmal jetzt weitergehen. Alles klar. Schon nachdem ich hier eingedrungen bin, wusste ich sofort, dass es kein normales Gebäude ist. Das ist zu einem Zweck gebaut worden, um irgendwas zu beherbergen. Und dann habe ich diese Statue gesehen. Ich weiß, was es war. Es erinnert mich an dieses Painting, dieses Gemälde oder die Zeichnung, die ich unter dem Haus gefunden habe. Da waren 4 von denen. Da fehlt ein Medaillon, da fehlt ein Gesicht. So, ganz kurz gucken, ringsrum. Da oben ist was, sehe ich doch. Igor Kalt, der Beaufsichtiger, Supervisor. Igor hatte dieses Amt in Block B, nachdem Block A abgebrannt war. Hat nach 3 Patienten geguckt, den 3 und Dahlia. Er war eine nicht so nette Person gewesen. Wayne, bösartig und gewalttätig, glaube ich. Und aber möglicherweise seine Umgebung hat eben ihn geformt. Er ist in Verzweiflung gestorben. Todesschmerz. It's the only one not slaughtered by Jack. Der einzige, der nicht von Jack getötet wurde? Er meinte, dass sie ihn besucht hätte. Hat sie es getan? Okay. Todesqual übrigens, Agonies, Todesqual. Gibt's auch ein schönes Werk von Cliff Barker. Die Agonie der Städte, wo sich eine wunderschöne Geschichte, wo halt zwei junge Herren, also zwei Schwule, auf einer Tour sind und sich wundern, warum die Erde bebt in so einer abgelegenen Region. Da erkennen sie, dass es ein Volksfest ist. Übrigens, das gibt es wirklich derart, dass sich Menschen verbinden, größtenteils halt durch aufeinander stapeln und halt ein paar Befestigungsrings rum und dabei irgendwelche großen Bauwerke schaffen. Dort ist es halt so gemacht, dass es zwei große, was ein oder zwei, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall irgend so eine große Kreatur entsteht, die gelenkt wird durch alle zusammen. Und das artet natürlich dadurch aus, dass irgendwann die unteren getötet werden, zerstampft sind, die stärksten, und dass es alle verrückt geworden sind. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Typisch Cliff Barker halt. Die Agonie der Städte heißt es, glaube ich. So, hier ist nichts weiter. Gut. Wir können jetzt einen weiteren Brunnen in Betrieb nehmen. Nämlich, wie ich es vorausgesagt hatte, haben wir genau... Wirklich? Ich hab's doch gerade selber gemacht. Das ist doch gemein. Siehste, aber wir wussten doch noch, wie es geht. Sehr gut, damit. Okay, ich muss erstmal den Brunnen checken. Irgendwie könnte da was schief gehen. Wir müssen hier ein Rad auf jeden Fall noch. Also, die Zufuhr garantieren. Jetzt aber. So, wofür hatte ich das Blacklight-Torch? Das hatte ich vor uns gefunden, wo ich ja meinte... Genau, die Kratzer im Boilerraum. Muss ich noch dran denken. Das sind so viele Sachen, die hier immer sind. So, und jetzt kann ich hier alles anschalten. Und da müsste die Schleife, glaube ich, hochkommen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Glück ist das Loch. Ach so, ah, okay, wegen dem Gitter konnte das nicht erreichen. Na gut, dann sei es sehr easy. Sei es ihr nochmal verziehen. Also, was hat die Gute für uns, wenn wir ihr die Schleife geben? Der Mund öffnet sich, damit haben wir das letzte Gartensymbol. Und können damit den Gartenschrank hier hinten öffnen. Und den Teildetektor natürlich dann zusammenbauen. Das muss ich auch noch machen. So, da kriegen wir den Spaten. Und sonst nichts. So, ich könnte jetzt überall graben, soll ich aber nicht. Ich soll möglichst hier oben den Metalldetektor reparieren. So, ich brauche eine Batterie. Haha, Batterien sind was Nettes. Hätte ich auch gerne. Hier unten. Ich bin unter meinen, es müsste hier unten sein. Dem. Gut, wir brauchen eine Batterie. So, ich glaube, wir haben erstmal relativ viel geschafft. Dann lasst uns doch Nummer 1 erstmal die Zeichnung noch anbringen. Wir haben alle Räume freigelegt, zumindest im Kartenhaus schon. Die Zeichnung hier anbringen. So, also hier. Oh, die Musik gleich wieder. Nein. So, fehlt uns nur noch ein was. Und wir haben die schwarze Schlampe. Das müssen wir in den Boilerraum gehen. So, irgendwo. An den Wänden gekratzt war doch. Genau. Das Symbol sieht vertraut aus. Block B, right und left. Da brauchen wir schon mal irgendwas links bei Block B. Haben wir damit irgendwie... Soll ich mir so irgendwie was zu denken geben? Okay, wir müssen auf jeden Fall bei Block B noch irgendwo das Symbol finden. Die Lampe ist aber leider kaputt. Ja, vielleicht finde ich das irgendwo auf einem Bild. Okay, wir haben ein bisschen mehr geschaffen, aber ich denke, wir müssen uns im Gartenhaus noch ein bisschen umsehen. Ich brauche die Batterie irgendwo, ja. Na gut, aber ich denke, für die Folge haben wir erstmal genug gemacht und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Landetour. Tschüss.